Oh, hallo, was geht ab, Leute? Es ist kurz vor 11. Sonntag, C-Day, Plinfa. Ich bin müde, ich habe noch nichts gegessen. Gestern gab es einen kleinen Schock. Es war so kurz vor 11. Auf einmal kam so eine Benachrichtigung rein auf Telegram. Ja, C-Day fängt in 15 Minuten an. Ich hatte so einen kleinen Schock, so ein bisschen Panik, weil momentan bin ich echt nicht so im Spiel fokussiert. Deswegen hätte es schon sein können, dass es Samstag ist. Ich hatte die ganze Zeit Sonntag im Kopf. Schnell nachgeschaut und Schock zum Glück nicht bestätigt. Es war doch Sonntag. Ja, was machen wir? Ich weiß nicht mal, was für ein Bonus gerade am Start ist. Ich habe zum Glück schon 100er Plinfa, deswegen kein Stress. Einfach nur jetzt ein paar Stunden chillen. Auf jeden Fall Plinfa C-Day. Ich gönne mir ein bisschen Glücksalles an. Leute, ein bisschen aufsteigen. Heute mal endlich wieder ein bisschen mehr EP. So, 11 Uhr. Es fängt an. Ich habe hier erstmal eine Freundschaftsanfrage. Muss hier kurz schneiden, weil sonst seht ihr meinen Code. Ah ne, sieht man gar nicht. Hier, annehmen. Denn sie hat gestern aus Versehen das Geschenk geöffnet und wir sind aufgestiegen. Ich war zum Glück nicht im Spiel und habe ihr gesagt, sie soll mich aus der Liste entfernen. Denn diesen Trick habe ich bereits in dem Video letztens erzählt. Blende ich hier nochmal in das Video. Könnt ihr gerne abchecken. Ein paar Inside-Informationen, die nicht unbedingt jeder weiß. Wenn ihr den Typen, mit dem ihr aufgestiegen seid, direkt löscht, der kriegt dann die EP nicht. Und der kann dann euch nochmal adden und dann selber entscheiden, wann er die EP kriegt. Und zwar mit der nächsten Interaktion. Das war die Sue. Hier steht zwar beste Freunde, aber jetzt schaut mal her. Ja, warte mal. Ich muss euch erstmal die EP zeigen, damit das so funktioniert. Warte. 2,828, okay. Also da, mit der Sue steigen wir jetzt auf 2,83 auf. So, wartet mal. Jetzt müsste nochmal die Animation kommen. Bam, so funktioniert das. Jetzt habe ich die 200.000 EP bekommen. Jetzt öffnen wir noch schnell von den anderen. So, EP kommen rein. Grüße gehen raus an Amy Sand. Die werde ich leider löschen, weil wir haben jetzt 1,5 Monate darauf gewartet, dass sie öffnet. Und in den 1,5 Monaten hätten wir einfach 1,5 Mal Hyperfreunde werden können. Nochmal. Zusätzlich zu dem, weil Hyperfreunde dauert nur 30 Tage. Und wir haben jetzt einfach 90 Tage, nee, 45 Tage auf nochmal gewartet. Wisst ihr, was ich meine? Die wird leider gelöscht. Das war einfach zu uneffektiv. Grüße gehen raus an Machiavelli. Grüße gehen raus an Dennis, oder? Grüße gehen raus an Haus Hodor. Hold the door. Grüße gehen raus an Fenris, der mir gerade ein Geschenk geschickt hat, das ich noch öffnen muss. Grüße gehen raus an Mandy. Grüße gehen raus an Redstone. Grüße gehen raus an Turbolaso. A.K.A. Özgürn. Es ging raus an Belidor. Es ging raus an Mugats vierter Account. So, es kommt noch eine zweite Runde. Ich habe jetzt erstmal nur geöffnet und gewartet. Vielleicht gibt es noch ein paar Leute, die öffnen. Nicht, dass ich öffne und die auch öffnen und wir sozusagen zwei Interaktionen machen. Und eine Menge Plinfer. Hier schnell für euch. Shiny Check. Zack, zack, zack. Checken wir mal schnell für euch. Schreibt mir immer gerne unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief, wie viele Scheine habt ihr bekommen. Ich gehe nicht den optimalen Weg, aber egal, hier ist weniger los. Können wir besser filmen. Kein Schein mit dabei gewesen. Noch nicht. So, zweite Runde. Grüße gehen raus an Bene. Oder Bene. Es fehlen noch zwei. Das ist der Stefan. Er hat kein Geschenk geschickt. Hoffentlich macht er auf. Grüße gehen raus an Fenris Wolf. Und Jaja von Couple of Gaming. Ich hatte mal beide geaddet. Der Kollege hatte nie geschickt. Dann hatte ich ihn wieder gelöscht. Aber sie hatte immer fleißig geöffnet. Und jetzt sind wir beste Freunde. Grüße gehen raus an Sonja. Crazy Sonja aus Lime. Das war's, oder? Naja, das war's auch schon. EP-Check.
Philippe-Check. 285 Millionen. 2,3 Millionen EP gemacht. Stabil. Wir nehmen schnell einen Rig mit. Ich habe noch keinen Shiny, aber ich habe bisher auch nur geklickert. Mein Kleiner hat dafür einen Shiny. Ja, ihr seht's. Wetter ist leidend. Ich glaube, das ist der leidendste C-Day bisher. Wir hatten bisher immer Glück mit dem Wetter, aber so geht's halt echt nicht. Wir fahren jetzt dann, glaube ich, ein bisschen Auto, ein bisschen Klickerrunde, ein bisschen. Schauen wir mal. Eigentlich ist es egal, weil ich brauche eh nur einen Shiny. Aber wie mehr Shinies der Kleine hat, desto öfter kann ich ohne Glückstausch einfach einen Shiny tauschen, in der Hoffnung auf einen Shiny. Und mir so einen Glückstausch ersparen, wenn ihr wisst, was ich meine. Jetzt machen wir erstmal einen Heat dran. Jetzt gönne ich mir einen Shiny 100er. Nee, Regen ist momentan. Trotzdem Wetter ist gerade Regen im Spiel. Wollte gerade sagen, Eis, Schnee wegen Wetterboost, Stahl, aber 2080. Leidend. Ist es shiny? Nein. So, Update, Leute. Ich muss mich beeilen, weil Musik im Radio läuft. Die anderen holen sich irgendein PvP Rang 2 Plinfer. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Shiny. Oh mein Gott, Musik läuft. Ciao. So, Leute, C-Day ist fast zu Ende. Also C-Day an sich ist schon zu Ende. Aber wir haben noch Zeit zum Entwickeln. Und meine Mütze fällt gleich runter. Wir waren noch essen bei McDonald's. Wetter war so schlecht. Wir sind die ganze Zeit nur rumgefahren. Ist dann besser geworden, aber für die letzten paar Minuten, letzte Stunde nochmal zurück zum Friedhof hat sich nicht gelohnt. Mir war dann sogar am Ende ein bisschen zu schlecht vom Autofahren. Lange nicht mehr Auto gefahren und gespielt. Deswegen war mir ein bisschen übel. Hab eine Menge geklickert. 11 Shinies bekommen. 9 davon, glaube ich, geklickert. Und 2 halt nur echt selber gefangen. War ganz okay. Das C-Day war jetzt nicht so motiviert. Eigentlich, nachdem ich einen Shiny hatte, hätte ich auch aufhören können, weil war genug. Aber nimmt man halt trotzdem gerne mit. Ich gönne mir jetzt noch den Rest davon und entwickle natürlich noch. Ein 100er muss ich noch entwickeln und 1, 2 Shinies. Jo, wir sehen uns dann zu Hause beim Entwickeln noch. So, Leute, entwickeln wir noch schnell. Wie heißt der nochmal? Ah ja, Plinfer. Plinfer und dann wahrscheinlich der Älteste. Genau. Ist er aus dem Ei? Den habe ich gebrütet sogar. Heute kam kein 100er rein. Die Leute am alten Südfriedhof haben einen bekommen. Ich glaube aus dem Modul. Oder von der Map nicht erfasst, aber wir waren nicht in der Nähe. Zum Glück hatte ich schon einen. Den finde ich sogar eigentlich ziemlich cool. Pinguine allgemein. Wer sagt nein zu Pinguinen? Der wird morgen gemaxt natürlich. Max on Monday. Schaut's vorbei. Schon mal ein Kandidat. Nice. Und dann noch das Shiny. Ups, ich hätte nicht ausgehen müssen. Schildern, was ist das höchste? 804, 867. Den können wir auch noch schnell entwickeln. Ah, weiblich. Ich habe gerade im Pokédex nachgeschaut. Ich habe noch kein weibliches, voll entwickeltes. Meistens achte ich nicht drauf, aber wenn man schon sieht, dass man zum Beispiel nur ein Geschlecht hat, kann man schon mal drauf achten. Also, falls ich irgendein weibliches noch habe, hoffentlich ist der weiblich. Nee, ist es nicht. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Wie gesagt, wie viele Shinies habt ihr bekommen? Habt ihr einen 100er bekommen? Habt ihr einen Shiny 100er bekommen? Und danach müssen wir uns auch anschauen und überlegen. Und meine Frage an euch, was kommt als nächstes? Das nächste Pokémon ist kein Starter. Und wir haben vorhin im Auto so überlegt, was kann eigentlich kommen? So, Moment. Ist der weiblich? Nein, 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 nein. Ein weibliches habe ich, okay, das kann man entwickeln. Keine weibliche am Start. Was kann als nächstes kommen? Es muss natürlich 3 Stufen haben. Muss nicht, vielleicht ändert Niantic das dann demnächst, weil es bleibt halt echt nichts mehr übrig.
wäre der perfekte Zeitpunkt für Kaumalat. Aber ihr wisst, Kaumalat gibt es bereits in Shiny. Aus dem Nichts kam der. Dementsprechend wahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es halt ein Kaumalat-Zieler geben wird. Wir können uns gleich den Pokédex anschauen. Weil sonst gibt es halt echt nichts mehr. So, alles entwickelt. Pokédex. Klar, es gibt noch Sachen, die übersehen wurden. Sagen wir mal hier zum Beispiel Abra. Gab es ja fälschlicherweise schon. Knofensa. Aber no, eigentlich ist Gen 1 ja schon abgeschlossen. Also alle Gens sind bereits abgeschlossen. In dem Sinne. Und damit meine ich, es kommt wahrscheinlich nichts mehr von Gen 1, weil hier kamen ja schon alle Sachen in den C-Days. Aber Rihorn wäre auch sowas mit 3 Stufen noch, was halt noch nicht in Shiny gibt. Da spekulieren ja auch ein paar, die einen guten Rihorn haben, dass die da noch nicht entwickeln. Wie gesagt, Abra und Knofensa. Aber ich denke, da von den alten Gens glaube ich auf jeden Fall nicht. Von Gen 2 rein theoretisch auch nichts mit 3 Stufen. Außer Hauptspross. Alle Zuschauer, vor allem die Livestream-Zuschauer, die wissen, Hauptspross C-Day. Beste. Gen 3. Genau, Gen 3. Samurzel. Und noch irgendeins. Seemops, glaube ich. Ne, Seemops war schon Gen 4. Also von Gen 3 nur Samurzel. Aber wie gesagt, wir sind eigentlich schon hier mit Gen 3 fertig. Gen 4 sind wir gerade. Finfa hatten wir gerade. Staralili unwahrscheinlich. Shinox unwahrscheinlich gibt es ja schon Shiny. Und von Gen 4 gibt es echt kein Pokémon mit 3 Stufen. Außer jetzt noch Kaumalat. Hier. Aber wie gesagt, den gibt es bereits Shiny. Das wäre so eben der Top-Kandidat gewesen für den nächsten Ziele. Aber ich kann mir halt nichts vorstellen, was hier bei Gen 4 kommen muss. Wie gesagt, Gen 3 ist abgehakt. Meltan hatten wir, nicht Meltan, Tarnel hatten wir, Kindwurm hatten wir, Seemops hatten wir nicht, aber abgesehen davon, Knackleon hatten wir, gibt's halt echt nichts. Wer ist der nochmal, hatten wir auch, Bummels hatten wir, Trassler hatten wir, also Gen 3 eigentlich auch abgehakt und Gen 4 gibt's nichts, außer Kaumalat. Kommt jetzt echt Kaumalat Ziele? Weil dann sind wir auch schon bei Gen 5 und Gen 5 ist viel zu früh. Also entweder kommt Kaumalat C-Day, es kommt nichts mit 3 Stufen oder es kommt irgendeine Überraschung wie Abra, Rihorn, irgendwie sowas. Ihr könnt gerne eure Meinung und eure Vermutungen abgeben, ich bin gespannt. Aber das war's von mir, Leute. Ein ruhiger, sehr, sehr ruhiger C-Day. Aber hey, solche müssen auch sein. Der schlechteste C-Day bisher bezüglich Wetter. Also wir hatten Glück, es war bisher jedes Mal akzeptabel. Klar, es war kalt und so weiter und so fort, aber es war immer akzeptabel, man konnte immer spielen, aber heute ging es halt echt gar nicht. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.